Hallo, ihr Lieben, liebe Freunde des Vitalstoff-Blogs. Es ist mal wieder Zeit für ein kleines Erklärvideo. So hoffe ich zumindest, dass es etwas wird, was euch hilft, ein paar Hintergründe besser zu verstehen. Und ich habe dieses Video überschrieben mit dem Titel Auch Zahngesundheit ist ganzheitlich. Und das Ganze liegt daran, dass ich hier heute bei der Zeitungslektüre diesen Artikel gefunden habe. Da ist er, das rätselhafte Bröckeln heißt es dort. Er ist im Tagesspiegel in Berlin erschienen und er setzt sich auseinander mit einer rätselhaften Krankheit, die kurz MIH genannt wird, molarinzisive Hypomineralisation, pardon. MIH. So, und dabei handelt es sich um eine Erkrankung, bei der Kinder eine Zahnschmelzstörung erleiden. Das heißt, die Zähne bilden nicht mehr genug Zahnschmelz. Der Zahnschmelz wird nicht richtig ausgebildet und nicht fest. Dadurch stört sich die Zahngesundheit. Es kommt dann auch zu Karies, obwohl es zunächst mal eine ganz andere Erkrankung ist, eine ganz andere Störung dieser Gesundheit. So, und in diesem Artikel wird sehr viel spekuliert über die möglichen Ursachen dieser Erkrankung. Die Forschung ist sich da vollkommen unklar und es heißt in dem Artikel, dass es derzeit zwei große Theorien gäbe und auf die will ich hier auch mal eingehen. Die eine Theorie, so heißt es in dem Beitrag, sind Umwelttoxine. Die andere sind Antibiotika. So, und was hat das mit ganzheitlicher Gesundheit zu tun? Beginnen wir mal bei den Umwelttoxinen. Ihr wisst ja, wenn ihr dieses Blog verfolgt und die Facebook-Seite hier vom Vitalstoff-Blog, ich habe mich in der letzten Zeit sehr intensiv mit dem Thema Glyphosat auseinandergesetzt. Und Glyphosat ist etwas, was auch in diesem Zusammenhang durchaus in Betracht kommen dürfte. Das wird in dem Artikel nicht erwähnt, aber ich will mal kurz versuchen, diesen Zusammenhang aufzureißen. Also, es wird eben beschrieben, das ist unstreitig, dass die Mineralisierung der Zahnsubstanz gestört wird, und zwar während der Schwangerschaft oder in den ersten Lebensjahren des Kindes, sodass diese Entwicklung hinterher auch nicht mehr geheilt werden kann, weil es nämlich dann nicht mehr, die Kinder haben dann keine, oder der Mensch hat keine Möglichkeit mehr, den Zahnschmelz neu nachzubilden. Das heißt, wenn das abgeschlossen ist, mit dem sechsten Lebensjahr spätestens, dann ist diese Entwicklung irreversibel. So, und wenn sich in dieser Stelle eine Störung zeigt, zum Beispiel könnte das sein, indem bestimmte Enzymketten, die notwendig sind, damit sich hier das Hydroxylapatit bilden kann, das ist der Fachbegriff, da, und dazu sind eben die Odontoblasten erforderlich. Das ist eine bestimmte Art von Zelle. Und in diesen Zellen beziehungsweise rund um diesen Prozess der Zahnbildung laufen verschiedene enzymatische Prozesse ab. Enzyme sind kleine Fabriken, so kann man sie bezeichnen. Sie sind Proteine, komplexe Abläufe von Proteinen, die helfen, dass chemische Reaktionen auch bei niedriger, sprich Körpertemperatur, überhaupt gelingen können. Das ist das Besondere an den Enzymen. Ohne diese Enzyme könnten wir nicht leben, weil dann würde die ganze Körperchemie überhaupt nicht funktionieren. So, diese Enzyme sind, das wisst ihr von den Beiträgen über Glyphosat, sind hochempfindlich, sind angewiesen darauf, dass sie Kofaktoren haben, die überhaupt diesen komplexen Motor anschmeißen können. So, und nun kommt eben dann der Zirkelschluss. Glyphosat ist eine Substanz, die in der Natur überall dort, wo sie auftritt, Mineralien bindet,
Lipomineralisation ist das Merkmal bei der Zahnschmelzerkrankung. Das heißt, es gibt zu wenig Hypo, es heißt eine Unterdeckung an Mineralien, die den Zahnschmelz aushärten lassen. Und da ist es, glaube ich, nicht sehr weit, diese Umwelttoxine auch im Bereich von Glyphosat zu verorten. Guck mal, wie jetzt hier schön die Sonne hinter mir zum Durchscheinen kommt. Ich sitze auf einer Terrasse, wie ihr unschwer erkennen könnt, und die Sonne wärmt gerade meinen Rücken. Ich hoffe, es stört euch nicht beim Zuschauen. Also, Glyphosat ist ein wirklich naheliegender Verdächtiger, weil Glyphosat, wie gesagt, Mineralien ganz breit bindet und damit für Enzyme nicht mehr verfügbar macht. Und das heißt, formal gilt es als unschädlich, eben weil es keine tödlichen oder unmittelbar Primärstoffwechselprozesse berührende Auswirkungen hat. Die hat es tatsächlich auch nicht, aber es ist eben ein Chelat und dadurch werden bestimmte Mineralien nicht mehr verfügbar, weil sie eben gebunden sind in komplexen molekularen Verbindungen, die danach kaum noch aufgelöst werden können, sodass, wenn dann ein bestimmtes Mineral, was zum Beispiel für die Enzyme rund um den Zahnschmelz notwendig ist, nicht mehr verfügbar ist, dass da sich leicht erklären kann, dass es auch zu solchen Störungen kommt. Die sind sehr schwerwiegend. Diese Geschichte kann ich nur jedem empfehlen. Im Tagesspiegel heute ist wirklich auch erschütternd, weil die Kinder schon in frühen Jahren große Schädigungen ihrer Zahngesundheit erleiden, die sich dann kaum beheben lassen und die schon dazu führen, dass Kinder schon überkronte Zähne bekommen müssen, weil der Zahnschmelz zu weich ist. Und das ist eben tatsächlich eine Spur, der man nachgehen sollte, der aber bisher nie nachgegangen worden ist, weil dieses Faktum, dass Glyphosat als Chelat wirkt, in der Diskussion überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist tatsächlich ein großer Skandal, wie ich finde. Die zweite Hypothese, die hier aufgestellt wird, sind Antibiotika. Auch dazu nur mal ganz kurz. Es ist eine Hypothese, die hier aufgestellt wird, weil man das erkannt hat. Glyphosat ist eben auch ein Antibiotikum, ein ganz breit wirkendes Antibiotikum, sodass auch dort entweder direkt oder aber indirekt, das heißt durch die mögliche Schädigung der Darmflora durch Zugabe von Antibiotika ein möglicher Effekt dann sich zeigt. Auch das ist ja ein Spektrum. Wir haben es ja mit Natur zu tun und diese Natur, die ist nicht von null auf gleich schwarz oder weiß, sondern es vollzieht sich in einem Kontinuum und das heißt, man weiß wirklich gar nicht ganz genau, wo dann die pathologischen Prozesse anfangen und wo das normale Gleichgewicht Anführungszeichen nur leicht gestört ist oder noch voll intakt ist. Aber Fakt ist, dass es hier eben auch einen ganz ernstzunehmenden Zusammenhang gibt. Also wenn das Thema Antibiotikum in Zusammenhang mit Hypomineralisation angesprochen wird, dann würde ich auch dort mal sagen, es lohnt sich, das mal zu untersuchen im Hinblick auf mögliche Auswirkungen dieses sehr breit wirkenden Herbizids namens Glyphosat. Die dritte Spur, die auch noch erwähnt wird, betrifft dann Vitamin D. Und auch darüber habe ich hier in diesem Blog auf dieser Stelle schon mehrfach berichtet. Vitamin D ist ja gar kein Vitamin, sondern ist tatsächlich ein Hormon. Ein Hormon, was in der Haut gebildet wird bei Sonneneinstrahlung, aber eben nur bei entsprechend intensiver Sonneneinstrahlung. Und wir leben in einer Gegend, zumindest wir hier oben in Norddeutschland, aber auch Deutschland insgesamt. Es gehört eher zu den nördlichen Breitengraden, wo die Sonneneinstrahlung geografisch, topografisch bedingt schon ziemlich begrenzt ist im Jahr. Und das Thema mit Hautkrebsgefahr durch Ozonloch und dergleichen hat dazu geführt, dass natürlich das Thema Sonnenschutz eine hohe Bedeutung, eine hohe Aufmerksamkeit erlangt hat. Und heute geht kaum noch jemand raus, erst recht keine Kinder oder auch Schwangere, möglicherweise nicht mehr ohne sich Sonnenschutz aufzutragen. In dem Moment, wo Sonnenschutz getragen wird, findet keine Vitamin-D-Bildung mehr statt, sodass es auch dort zu einer Unterdeckung dieses lebenswichtigen Hormons kommt. Und die Hypothese hier in diesem Artikel wird eben auch dorthin gezogen. Das heißt, man hat erkannt, dass Kinder, die von MIH
betroffen sind, dass die einen niedrigen Vitamin-D-Status haben. Die Frage wäre dann, ob Vitamin-D präventiv wirkt, also ob es dann gar nicht dazu käme, oder aber ob es nur eine Koinzidenz ist, ein Zufall ist, dass es gleichzeitig bei diesen Kindern ist, dann wäre es nicht unbedingt ursächlich. Es ist trotzdem meiner Meinung nach sehr, sehr bemerkenswert, dass diese drei Faktoren zusammenkommen. Beim Thema Umweltgifte wird hier im Artikel noch das Bisphenol A erwähnt, BPA. Auch das ist ein Stoff, der vielfach kritisch schon betrachtet worden ist. Es gehört zu den Weichmachern, findet sich also in allen möglichen Plastikflaschen, in Plastikverpackungen, innerhalb von Milchtüten, Tetrapacks und dergleichen ist Bisphenol A enthalten. Und es ist ein Stoff, der als sehr schnell löslich gilt, das heißt, der in die Flüssigkeit durchaus auch übertritt. Das wird hier in einem Artikel im Namen des Bundesinstituts für Risikoforschung zwar bezweifelt, aber das Bundesinstitut ist an der Stelle, glaube ich, kein wirklich sehr gutes Institut für die Unbedenklichkeit, denn auch Glyphosat wird vom Bundesinstitut für Risikoforschung für unbedenklich gehalten, trotz vielfacher ernstzunehmender Hinweise auf eine ganz, ganz starke systemische Wirkung, einen ganz starken systemischen Zusammenhang von Toxinen wie Glyphosat oder anderen, und eben Bisphenol A ist ein solcher Stoff, der toxisch wirkt, der das Hormonsystem, auch das wiederum, Vitamin D wird erwähnt, Vitamin D ist ein Hormon, Bisphenol A stört das Hormonsystem, auch Glyphosat stört im Übrigen durch seine Wirkung das Hormonsystem, weil auch die Hormonbildung, das ganze Zusammenspiel dort natürlich auf eine entsprechende Verfügbarkeit aller Kofaktoren angewiesen ist. Und wenn die Kofaktoren von Anfang an schon gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie gebunden sind durch Glyphosat, dann ist auch das nicht weit hergeholt, da anzunehmen, dass ein Zusammenhang bestehen könnte. Das alles ist etwas, was dringend systematisch untersucht gehört, und zwar unabhängig. Bisher haben wir in diesem Zusammenhang nur mehr oder weniger interessensgeleitete Untersuchungen vorliegen gehabt. Auch die Unbedenklichkeitsuntersuchungen, Bescheinigungen des BfR stützen sich ja im Wesentlichen auf Studien, die die Industrie eingereicht und vorgelegt hat. Und insofern ist auch das ein weiterer Punkt, da einmal nach unabhängigen Untersuchungen zu rufen. Auf jeden Fall aber die ganzheitlichen Zusammenhänge stärker in das Blickfeld zu nehmen. Und wie gesagt, Enzyme, das sind die Faktoren, die uns ermöglichen, die Biochemie überhaupt im Körper ablaufen zu lassen. Bei niedrigen Temperaturen, höhere Temperaturen würden wir nicht verkraften, verkraften auch die Enzyme nicht. Aber wenn die Enzyme schon gar nicht das haben, was sie biochemisch benötigen, um überhaupt ihre Funktion erfüllen zu können, dann ist klar, dass dort Störungen auftreten können. MIH, die molare inzisive Hypomineralisation, war hier das Thema im Tagesspiegel heute. Aber insgesamt geht es, glaube ich, darum, dass wir uns bewusst machen, dass die Gesundheit wie auch die Natur eine extrem komplexe Angelegenheit ist, wo wir darauf achten sollten, so wenig wie möglich Eingriffe vorzunehmen und so viel wie möglich an Ressourcen bereitzustellen. Und auch deswegen, wisst ihr, bin ich ein großer Freund von Vitalstoffen. In diesem Sinne, einen schönen Abend, macht's gut, bis dann, tschüss.